Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu unseren Habsburgern in Crusader Kings 3. Vielleicht ein kurzes Update, ihr habt schon mitbekommen, dass natürlich jetzt seit einiger Zeit diese Habsburger-Folgen etwas sporadischer kommen. Das werde ich jetzt auch mehr oder weniger beibehalten. Ich versuche es aber planmäßig eben zu machen, dass jetzt einmal die Woche ein Video zu unserem Habsburg-Projekt hier kommt. Und zwar immer dienstags 19 Uhr, darauf könnt ihr euch dann also einstellen. Aber ansonsten gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viel Crusader Kings 3 Content. Und zwar kommt dann noch zusätzlich viermal die Woche Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag jeweils immer ein weiteres Crusader Kings 3 Video, und zwar zu meiner Familie Vanderberg, wo ich ja den Hendrik Vanderberg spiele aus den Niederlanden. Da spiele ich in Geldern in unserem großen Multiplayer-Rollenspiel-Event Game of Gods. Also schaut da gerne mal rein, da gibt es jetzt auch schon einige Folgen, die schon draußen sind, die könnt ihr gerne nachschauen. Und dann, ja, ich kann euch das nur empfehlen, macht super viel Spaß. Aber wir wollen jetzt hier weitermachen mit unserem Erzherzog Otto II. Mit 58, der leider gebrechlich ist, ein alter, schwächlicher Mann. Sein Enkel Otto ist der Nachfolger, allerdings erst 6 Jahre alt. Und ja, er wird auf jeden Fall von uns ausgebildet, wenn ich mich nicht völlig täusche. Wir schauen mal, was aus dem Guten werden wird natürlich. Denn hier, sein Vater ist schon gestorben. Was ist eigentlich mit Maria Theresia? Die wird nicht unterrichtet, na, dann müssen wir das mal sofort ändern. Eine Maria Theresia muss eine entsprechend gute Ausbildung genießen. Übrigens, mal ein kleiner Hinweis, laufende Wahlen. Wer steht denn alles so ein bisschen zur Wahl, ja, für die Krone des Kaisers im Heiligen Römischen Reich? Ein Habsburger, noch ein Habsburger. Ein Habsburger, noch ein Habsburger, wir selbst als Habsburger, noch ein Habsburger, ein weiterer Habsburger. Ach, ein Habsburger. Ein Haus aus dem Hause Habsburg-Konstanz, das ist auch die Habsburg-Dynastie. Habsburg, Habsburg, Habsburg-Straßburg, Habsburg. Und dann kommen erst andere Häuser. Also alleine unsere Dynastie gibt schon so viele potenzielle Kandidaten für das Amt des Kaisers ab, dass auf jeden Fall das hoffentlich gesichert sein soll, dass das Reich in Zukunft nach wie vor unter unserer blühenden Habsburger Führung ja, dass das unter der blühenden Habsburger Führung ist. So. Nun, wir sind hier mitten in einen Krieg gerufen worden. Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Etienne. Ich glaube, das war aber kein großes Problem. Da ist sogar die Frage, ob wir Truppen benötigen. Deswegen schauen wir einfach mal kurz, wie sich dieser Krieg entwickelt. Also, wenn ich das richtig sehe, schaffen das unsere Verbündeten schon alleine, hier eine Schlacht zu gewinnen. Haben wir jetzt auch schon 26% Kriegsstand. Also, ich glaube kaum. Wir würden natürlich kommen, selbstverständlich. Aber wir sind auch ein bisschen ungeduldig. Was? Kaiser Ernst? Er hat mir das Amt des Ratsspitzels genommen? So etwas. Ich hab dich... Wir haben dich wieder zum Kaiser gemacht. Ich hätte das auch selbst übernehmen können. Ich habe meine Ambitionen zurückgehalten. Nun gut. Dadurch, dass wir jetzt erstmal diesen Ratsposten verloren haben, müsste ich mich eigentlich erstmal entspannen. Aber wir können aktuell weder jagen noch ein Fest feiern. Noch irgendetwas sonst machen. Nein, wir könnten einen Selbstmordversuch unternehmen, aber nein. Das wollen wir nicht. Hier wurde jemand exkommuniziert. Mein Vasall. Dies ist äußerst ungünstig. Aber wir haben auch noch einen weiteren Anspruch, den wir geltend machen möchten. Und zwar können wir das hier sehen, natürlich aufs Kaiserreich, aber eben auch auf die Grafschaft Tyndless. Ein Anspruch, der uns klar zusteht, und deswegen möchte ich den auch durchsetzen. Denn hier sind ja wieder in Böhmen leider die Bremisliden und nicht mehr die Habsburger auf dem Thron. So, wir bekommen zwar jetzt hier nur eine Grafschaft, aber das würde ich schon gerne machen. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Richtig, das Problem war, dass der Kaiser natürlich... dass der Kaiser hier die höhere Lehnsautorität hat, sodass wir ein Problem haben. Was? Es gibt trotzdem eine Erbteilung wieder? Wir verlieren wieder trotzdem das Herzogtum Steiermark? Und die Grafschaft von Trier? Das ist natürlich höchst ungünstig. Großteilung geht noch nicht, richtig? Ja, gut. Gerade wo wir da unsere schönen Gedanken drüber machen, wie wir eventuell die Nachfolge ein bisschen interessanter und besser gestalten können. Wir sind über den Unterlagen, wir schauen uns ganz genau diese rechtliche Kunde an.
Und in dem Moment passiert Folgendes. Herzog Otto II. Von Österreich hat Frieden in den Armen Christi gefunden, im Alter von 59 Jahren. Er starb eines natürlichen Todes. Er ist einfach... Dieser Rechtsstoff, diese Rechtsthematik war so langweilig, dass er einfach friedlich eingeschlafen ist. Er war ein frommer Mensch und kämpfte im Namen seines Gottes gegen die Heiden, leider nicht so erfolgreich, in einem der größten heiligen Kriege der jüngeren Geschichte. Erzherzog Otto besteigt den Thron. Da er erst 7 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Ja, so muss es sein. Eieieiei. Aber die Steiermark ist trotzdem unter uns. Ach so, wir haben dann nur... Ja, okay, wir haben sie... An sich haben wir sie verloren, weil, ne, mein Onkel hat die jetzt bekommen. Aber er ist ja mein Vasall geblieben, weil mir ja trotzdem das ganze Erzherzogtum ja zusteht. Okay, das ist schon mal gut. Na gut, dann müssen wir es doch leider wieder von vorne schauen, wie wir uns jetzt neu orientieren als Habsburger. Wir sind wieder einmal geschwächt worden, wieder mal ein Rückschritt, nachdem wir uns vorher erst mit unserem Großvater erst wieder gesammelt haben. Es ist unfassbar, dass hier unser, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, in welchem Verwandtschaftsgrad wir jetzt zu Kaiser Ernst stehen, aber dass er noch lebt mit 78, aber hier unser Großvater mit unter 60, glaube ich, sogar gestorben ist. Ha, das ist jetzt natürlich schwierig. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder um ein paar reichsinterne Dinge kümmern. Der Erzbischof mag uns zum Glück. Wen haben wir denn hier alles? Herzog Leopold von Hochburgund möchte in den Rat. Das wird genehmigt. Wir brauchen natürlich auch noch einen starken Ratsmarschall. Nehmen wir Graf Grimold von Krems. Ein Ratskanzler wäre ebenfalls genehm. Da haben wir leider nicht so gute Leute. Aber mein Onkel... Wobei mein Onkel ist woanders besser. Vielleicht nehmen wir Graf Adam... von Freistadt. Dafür nehmen wir jetzt... Ah ne, hier haben wir jemand besseren. Okay, halt, dann nehmen wir natürlich den 29-Jährigen. So, das heißt, dann könnte ich hier einfach meinen... Prinz Heribert, meinen Onkel, nehmen. Machen wir das so. Und dann werden wir mal gucken... Wir sollten mit den ein oder anderen unsere Beziehungen verbessern. Was wir natürlich nicht können, weil wir ein kleiner Junge sind. Hey, 7 Jahre alt und noch nicht richtig ausgebildet. Ein Problem jagt das nächste. Okay, wenige Ritter, wie kann denn das sein? Vielleicht müssen wir kurz einmal die Zeit... Ja, jetzt haben wir nämlich wieder mehr Ritter, richtig. Richtig, richtig. Gut. Das passt soweit. Wir verdienen leider auch gerade nicht mehr so viel Geld. Wir haben auch nur noch 4 Domänen, die uns selbst gehören. Laufende Wahlen... Ja, jetzt, wir können natürlich jetzt nicht mehr abstimmen, da wir als Kind hier offiziell nicht stimmberechtigt sind. Okay, der Rest ist erstmal irrelevant. Jetzt haben wir natürlich schon direkt eine gefährliche Fraktion. Mein Onkel will das Erzherzogtum von Österreich haben. Ah, natürlich, und der ist mit Byzanz verbündet. Mit 22.000 Truppen. Das könnte wirklich unser Untergang sein. Ich weiß nicht, ob die bei einem internen Konflikt dann dabei sind oder nicht. Aber leider hat er einige andere unserer Untertanen auf seiner Seite. Ja, mit dem Geschenk kann ich auch nicht wirklich sehr viel helfen, glaube ich, ihn zu besänftigen. Ja gut, er würde nicht annehmen, wenn wir ihn jetzt einen Titel abnehmen. Und die wollte eigentlich auch in den Rat, aber der habe ich jetzt keinen Ratsposten gegeben. Herzogin Jana von Kärnten. Oje. Die Berater versuchen, das Reich zu retten, dass der wahre Nachfolger das hier mal bekommen kann, der gute Herzog Otto III. Er ist ja auch ein Genie, also er überlegt jetzt schon mit 7 Jahren, was kann ich machen? Spielsteine hierhin? Armeen dorthin? Ich weiß es nicht. Er ist so schlau und hört natürlich auch auf die ein oder anderen Berater. Er muss aber auf jeden Fall noch unterrichtet werden. Haben wir niemanden mit mehr Bildung? Dann soll, würde ich sagen, unsere Mutter uns unterrichten. Besser unsere Mutter als der komische Erzbischof. Wer weiß, was der von uns möchte. Gut, machen wir das so. Ehepartner hat noch Zeit. Was sind jetzt noch die Domänen, die uns direkt gehören? Wien ja zum Glück. Eine sehr schöne Stadt. Da können wir mal noch eine Kaserne bauen. Hohenau gehört uns. Perfekt, da können wir die Getreidefelder etwas erweitern. Innsbruck. Oh, Himmel, zum Glück. Zum Glück gehört uns noch Innsbruck. Das Bergwerk hier ist sehr wichtig für uns.
Bauen wir mal hier noch eine Kaserne. Wir rüsten uns sozusagen ein bisschen für mögliche Kriege und Aufstände. Was ist das vierte, was wir noch haben? Hä? Ah, Prag! Das schöne Prag! Ja, auch hier gibt es ja die, den Erdkeller. Der bringt uns noch mehr Geld. Perfekt. Gut, gut, gut. Haben wir denn Ansprüche? Wir haben auf gar nichts sonst Ansprüche. Das ist natürlich tragisch. Damit ist jetzt leider auch dieser Anspruch mit Tindless verloren gegangen. Aber wir können ja auch keine... Stimmt, warte mal, wir können keine Kriege führen, aber solche Aufstände kann es natürlich geben. Wie sieht es eigentlich mit Fraktionen gegen unseren Lehnsherren aus? Da gibt es doch bestimmt auch viele. Jemand will das Heilige Römische Reich haben. Ja, immerhin ist das auch ein Habsburger, deswegen interessiert uns das nicht. Solange ein Habsburger auf dem Kaiserthron sitzt, ist alles in Ordnung. Was möchte er hier? Der möchte Herzog Wernicke von Ostfalen auf den Thron bringen. Und was haben wir hier? Unabhängigkeitsfraktion. Ja, Ungarn. Ungarn und da oben im Norden bei Weißrussland möchte jemand unabhängig werden. Nachvollziehbar. Hm. Ja, solange wir erwachsen sind, können wir hier sowieso keine Politik betreiben. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, die Zeit ein bisschen laufen lassen. Ah, wen haben wir denn hier? Die hat einen Anspruch auf das ganze Herzogtum von Böhmen. Romilda von Habsburg. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie wir dann doch wieder das Herzogtum von Böhmen bekommen könnten. Ja. Romilda, die würde ich gerne... Boah, für 295 kommen. Wir werden sie an den Hof rekrutieren. Wenn der Tag gekommen ist, dann werden wir uns Böhmen zurückholen. Das verspreche ich dir, Romilda. Meine Verwandte. Wie vielten Grades auch immer. Schau mal, hier haben wir einen Schwertmeister. Den sollten wir uns auch holen. Drogo. Aus Essos wahrscheinlich. Wer ist denn ein Eunuch? 13 Kampfgeschick und Melisende. Hm. Ah, gut, ihr Ehemann. Kann auch ganz gut kämpfen. Der Eunuch, 13. Wie stark sind unsere Ritter aktuell? Oh, die sind tatsächlich nicht so stark. Dann hole ich den Eunuch noch. Dann kann der Eunuch auch noch ein bisschen für uns kämpfen. Wir haben tatsächlich ziemlich, also richtig schlechte Ritter. Das heißt, es wird mal Zeit, noch ein paar Ritter einzuladen. Oh, wir haben einen neuen Lehnsherr. Was ist denn da passiert? Der Herzog Ernst lebt noch von Habsburg. Aber unser Lehnsherr ist jetzt plötzlich doch wieder dieser Kaiser Wernicke. Oh nein, von Roma Braunschweig. Das heißt, die Habsburger sind nicht mehr auf dem Kaiserthron. Und der hat jetzt plötzlich 20.000 Truppen. Ach du Schande. Dem gehören nämlich auch richtig viele Gebiete im Norden. Oh, unser Onkel 10. Grades, keine Ahnung. War einfach nicht stark genug, um ihm hier sich zu widersetzen. Naja gut, aber der wird auch nicht ewig leben. Wir haben ein offenbartes Geheimnis mal wieder. Das heilige Sakrament der Ehe. Haben wir denn schon Eigenschaften? Wir haben noch keine Eigenschaften. Das Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben, nein. Gerechtigkeit muss es geben. Ein Skandal. Jetzt ist sie auch noch schwanger. Vom Bischof. Wie man das so kennt, natürlich. Ja, jetzt hier habe ich natürlich keinen Kriegsgrund. Das Dynastieoberhaupt hat sich erstmal geändert. Ja, weil er... Wobei sind wir... Achso, weil wir nicht erwachsen sind, glaube ich, können wir nicht Dynastieoberhaupt sein. Hier haben wir einen Ritter... Den rekrutieren wir an den Hof. Graz wird belagert. Aber den Krieg haben wir doch jetzt gleich gewonnen. 99%. 100%. Jawohl, Sieg. Sehr schön. Ja, stimmt. Wir müssen mal an unseren Hof schauen. Richtig, das habe ich jetzt als neuer Erzherzog noch gar nicht gemacht. Jeden Tag scheint es, als würde man meinen Hof nur über das nächste Festmahl reden und viele hier sind in letzter Zeit recht stattlich geworden. Das kulinarische Treiben wird davon befeuert, dass Olga, Drogo und Baldarisch sich beständig regelrecht drum balgen, meinen überarbeiteten Köchen das nächste denkwürdige Mahl abzuverlangen. Heute ist mein Ritter Drogo, der sich die Lippen leckt. Erzbischof Werner seufzt abschätzig. Diese flüchtigen Freuden sind nichts verglichen mit der Gnade, wie sie Gott schenkt. Tja, ich kann es kaum erwarten. Nur das Beste für meinen Hof. Ich würde auch sagen, diese Extravaganz ist ein bisschen zu weit gegangen.
Und was haben wir hier noch? Eine katzenhafte Jägerin. Ich glaube, ich habe den Grund dafür gefunden. Dass wir an manchen Tagen weniger Ratten haben als an anderen, verkündet mein Vasall Herzog Elmrich fröhlich und tritt dann beiseite, um den Blick auf einen Bediensteten freizugeben, der eine sehr übellaunige Katze hält. Sie windet sich mit dem Versuch, sich aus dem zerkratzten Armen des Dieners zu befreien und miaut dabei, recht reizend. Ich würde sagen, das ist eine richtig erfolgreiche Rattenjägerin. Tatsächlich rang sie gerade mit einer besonders fetten Ratte, als wir sie fanden. Was sagt ihr? Sollen wir diese Katze hier aufnehmen? Ah ja, eine Katzengefährtin. Finde ich tatsächlich sehr schön. Oh, oder ein Haushund. Nein, wir nehmen die Katzengefährtin. Die kann die Ratten fernhalten, das finde ich gut. Schaut an, wie wir jetzt auf unserem Throne sitzen. Unsere Mutter gibt uns ein paar Ratschläge. Alle wollen sie jetzt hier irgendwie ausnutzen, dass wir jung sind. Aber ich habe Großes vor. Ich bin 8 Jahre alt. Aber ich werde das Haus und die Familie, die Dynastie Habsburg, weiter nach vorne bringen als je jemand zuvor. Das verspreche ich bei meinem Andenken an meinen Großvater, meinen Urgroßvater und alle, die davor kamen. Die Katze. Als die Katze auf meinem Schoß sitzt, zufrieden schnurrt, überlege ich, welchen Namen ich ihr wohl geben soll. Einen historischen? Wie nennen wir sie? Die Frage ist ja, ist das eine weibliche Katze oder eine männliche Katze? Das ist ein guter Name für eine Katze. Tja. Nennen wir sie Cleopatra. Cleopatra. Ich hoffe, es ist eine weibliche Katze. Ich bin mir nicht sicher. Sonst ist es Cleo. Mein Lehnsherrn, ich weiß, sie dient der höchsten aller Mächte treu. Daher hoffe ich darauf, dass ihr wohlwollend auf den Umstand blicken werdet, dass unsere Pflichten euch gegenüber unsere Fähigkeit behindern, unsere frommen Werke zu vollbringen. Vielleicht könnten einige unserer schwerwiegenden Verpflichtungen aufgehoben werden. Was? Reduzierte theokratische Steuer? Betet für Frieden? Der Papst und der Fürstbischof wären nicht erfreut. Aber ich verrichte das Werk der höchsten Mächte. Ihr wagt es hier an mich heranzutreten, weil ihr denkt, ich bin schwach als kleines Kind? Nein! Wir werden weiterhin das Gold von euch erhalten. Sonst werde ich meine Armee losschicken. Ungebetene Aufmerksamkeit. Kunigunde belästigt mich nun schon eine Weile. Diese begriffsstutzige Kunigunde von Offluki? Okay. In der Regel wird sie nicht bemerkt. Sie geht auf mich los, wenn niemand zusieht. Was? Sie wird mein Quälgeist? Ja, da kann ich nichts gegen sie unternehmen. Ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Oh, 20 Kampfgeschick. Den möchte ich in meiner Rittergarde haben. Sehr schön. Kind meiner Dynastie, meine Vasallin Herzogin Jana hat ein Kind zur Welt gebracht. Oh Gott, das ist das Kind im Kerker. Okay, ja, dann müssen wir dann doch vielleicht mal jetzt hier was ändern. Das ist halt ein Bastard. Herzog Ratimir Lopak. Aber es zählt offiziell zu Habsburg-Stuttgart. Aber er hat auch nur noch... Warte mal, er ist Herzog, aber hat kein Land. Ein landloser Herzog? Wie ist denn das möglich? Hat sie denn... Ach, sie ist die Herzogin von Kärnten. Ah, okay. Ja, wir haben sie in den Kerker geschwert, aber ich glaube, sie war lange genug im Kerker. Wie nennen wir denn den Kleinen? Nennen wir ihn Eckbert. So. Freilassungen. Hiermit verleihe ich euch den Titel Herzogtum von Tirol. Oh, seine formale Territorien und alle entsprechenden Einnahmen. Das ist doch mal was Schönes, dass wir das bekommen gerade. Müssen wir gleich nochmal genauer gucken. Meine Macht wächst. Tirol gehört jetzt uns. Aber ich wollte vorher Herzogin Jana. Grafschaft Kammersberg, Herzogtum Kern. Ich meine, wir bräuchten natürlich auch mal wieder Land. Aber ist es rechtens, ihr das jetzt abzunehmen? Schauen wir doch mal.
Ist sie dann weiterhin Herzogin ohne Land? Wir können ihr das sogar abnehmen als Strafe. Als Strafe dafür, dass sie etwas Unrechtes getan hat. Und das wäre mehr Land für uns. Tun wir das. Damit ist sie auch keine Herzogin mehr. Wir lassen sie aber frei. Auch wenn sie uns jetzt hasst. Dafür haben wir jetzt sie schon bestraft. Da darf sie jetzt auch wieder frei sein. So, hier wurde eine Fraktion geschaffen. Und jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. So, wir haben jetzt Tirol bekommen. Was haben wir denn bitte von... Also ich sehe keinen Tirol irgendwie, was wir jetzt hier nochmal neu dazu bekommen haben als Vasall. Innsbruck hat uns schon immer gehört. Tirol. Hä? War das nicht vorher sowieso schon unser Eigen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Erzherzogtum haben wir. Herzogtum. Herzogtum. Das war's. Wir haben nur zwei Herzogtümer. Okay. In Kammersberg ist niedrige Gemeindekontrolle. Darum kümmern wir uns doch mal direkt. Ach, wir sind auch noch in Hohenau beschäftigt. Verdammt. Zu viel zu tun. Was, wir können Kriege erklären? Druckmittel, das ist immer ganz gut, da schon mal jemanden zu haben. Ich dachte, wir können keine Kriege erklären. Erbe. Gegen wen bitte? Finnland. So. Ja, das sind alles, glaube ich. Ah, doch, hier. Herzog Mangold von Salzburg. Ach, andere haben Ansprüche darauf. Aber ich kann ja keinen Krieg führen im Kaiserreich, richtig? Genau, ohne Druckmittel gegen den Lehnsherrn geht das nicht. Verstehe, verstehe. Und irgendwo außerhalb? Das ist ein bisschen sehr weit weg. Westen. Stimmt, haben wir nicht hier unten Gebiet? Gehören die doch offiziell uns? Ja, die gehören Herzog und der Herzog ist unser Untertan. Richtig. Richtig, natürlich. Wir könnten in Spanien Kriege führen, vielleicht. Weil die nicht so schwach sind. 7000 Truppen, die wären stärker als wir. Ich glaube auch der Rest hier ist aktuell eher stärker. Wir haben ja auch aktuell gar keine Bündnisse. Wir stehen ziemlich alleine in der Welt da. Was ungünstig ist. Aber Bündnisse bekommen wir natürlich am besten durch Heiraten. Und das ist jetzt aktuell schwierig. Ich habe noch meine Schwester Maria Theresia. Vielleicht sollten wir für sie noch... Aber gerne halt Matrilinear, denn wir möchten ja auch die Habsburg-Dynastie verbreiten. Ein Bündnis spielen. Ja, 12.000 Truppen aus Aquitanien. Prinz Onfray. Perfekt. Das nehmen wir. Maria Theresia, du darfst nach Frankreich gehen. Und deine Pflicht dort erfüllen. Spannend ist tatsächlich, wenn hier jetzt der Haupterbe sterben würde, dann würde Onfray alles bekommen, glaube ich. Haben sie keine Kinder? Können wir überhaupt? Wir können als Kind keinen Mord. Ah, mit 14 Jahren. Mit 14 Jahren sind wir scheinbar so erwachsen, dass wir dann sagen können: Ja, wir möchten niemanden ermorden. Los! Ah, Bauernpöbel möchte sich auch noch gegen uns erheben. Sie wagen es. Wir können den Titel unseres Lehnsherrn beanspruchen. Nein, nicht. Als Kind kann ich wahrscheinlich auch keine Petition. Findet ein Sächsisch-Lehrer. Ja, wieso nicht? Lernen wir ein bisschen Sächsisch. Ein bisschen Sächsisch. Nein, ich kann kein Sächsisch. Es tut mir leid, ich kann einfach kein Sächsisch. Hiermit verleihe ich euch das... Was ist der Titel? Herzogtum von Kärnten? Haben wir den nicht schon? Nee, Tirol. Stimmt, Kärnten. Haben wir jetzt bekommen. Okay. Nun gut. Drogo zum Hoftutor. Noch ein Drogo. A14 Bildung. Ah, dieser Wittgils hat zwar auch nur 14 Bildung, aber meisterhafter Philosoph. Ja, nehmen wir doch Wittgils. Und ein weiterer Ritter. 18 Kampfgeschick. Den möchten wir auch in unserem Hof haben. Kaiser Wernicke hat einen Kriegerorden gegründet. Okay. Oh je, 6 Mitglieder haben die schon. Oh je.
ziemlich hohe Kampfstärke. Das wird gleich interne Konflikte geben. Aber es ist jetzt nicht erst wieder gekommen, weil wir zu viele Herzogtümer halten. Richtig. In Kärnten haben wir Kammersberg. Und Österreich ist sowieso klar. Tirol haben wir Innsbruck. Richtig. Genau. Schwierig. Ja, wir sollten... Können wir denn hier... Wen haben wir denn alles? In Kärnten. Das ist leider kein Habsburger hier. Das ist aber ein Habsburger. Prinz Franz. Ist auch extremst mächtig. Und er hat nur Grafschaften, der Prinz Franz. Höchst spannend. Dann würde ich ihm gerne Titel vergeben zum Herzog von Kärnten machen. In Hoffnung, dass wir uns gut verstehen werden. Erwischt. Meine Mutter Dubgilla hat mich dabei erwischt, wie ich etwas aus der Reisetruhe von Graf Bernhard spitzen wollte. Sie ist ja gerade die Burg besucht. Dubgilla droht mir mit Strafe und verlangt eine Erklärung. Was machen wir? Hinterlistig, ehrlich, demütig. Ich bin dafür, dass wir ein hinterlistiger kleiner Schlingel sind. Oh ja, jetzt kommt der Konflikt, auf den wir... Ja, der sich jetzt angebahnt hat. Herzog Elmrich von Habsburg. Das Recht, in Österreich zu regieren, steht nach Gottes Gnadentum Prinz Heribert von Trier zu. Was? Heribert von Trier? Okay, auch ein Habsburger. Mein Onkel. Wir haben die nötige Unterstützung gesammelt, um dies durchzusetzen. Nehmt die Forderung friedfertig an, sonst erzwingen wir sie. Mit Gewalt. Niemals! Oh Gott, Byzanz. Ich hoffe, Byzanz ist nicht dabei. Ich lasse mir nicht drohen. Stopp. Pause, Pause, Pause. Ja, uns wird der Krieg erklärt. Aber scheinbar... Hä, ist das irgendwie eine Fehlanzeige? Die scheint hier noch eher unterlegen zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine Fehlanzeige ist. Ja, ja, die haben nämlich 5000 Truppen. Okay, nun gut, meine Freunde. Der Konflikt ist entbrannt. Die Vasallen wollen uns... unser Reich wegnehmen, das... was ich aufbauen möchte als junger Herrscher. Niemals werde ich das zulassen. Niemals werde ich meinen Thron räumen. Wir werden kämpfen bis zum letzten Mann für Habsburg und das Erzherzogtum Österreich. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Und denkt daran, die nächste Folge gibt es wieder dienstags 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr dazu nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaut jetzt auch gerne mal in die anderen Crusader Kings 3 YouTube-Videos rein mit Hendrik van der Berg im großen Roleplay-Multiplayer mit über 40 Teilnehmern. Game of Gods. Euer Gaius Julius Caesar.